Unser Land verliert seine Identität. Diese Überschrift liegt uns lieben, findet sich auf einem Flyer, der von einer rechtsextremen Gruppierung in einigen Briefkästen verteilt worden ist. Und wie ihr sicherlich bereits erahnen könnt, dieser Flyer ist durchtränkt von purer Hetze gegenüber uns Muslimen. Übrigens, dieser Flyer wurde uns von einem Bruder zugeschickt, der ihn selbst in seinem Briefkasten vorgefunden hatte und er uns daraufhin dann kontaktiert hat. Möge Allah SWT ihn dafür belohnen und möge Allah SWT ihn beschützen. Aber zunächst einmal, wer steckt hinter dieser Flyer-Aktion? Der Dritte Weg ist eine hochgradig rechtsextreme und neonazistische Kleinpartei, die unter anderem von ehemaligen NPD-Funktionären gegründet wurde. Auch wenn man sich nur oberflächlich mit ihren Aussagen und Positionen beschäftigt, wird einem sehr, sehr schnell klar, dass diese Gruppe eindeutig dem rechten Spektrum zugeordnet werden muss. Außerdem machen sie auch selbst ganz klar aus ihrer rechten Gesinnung gar kein Hehl. Zumal allein an ihrem Namen ein Bezug zum Dritten Reich der Nationalsozialisten erkennbar ist. Aber lasst uns einmal bei dem Flyer bleiben, denn ihr werdet gleich sehen, dass bei diesem Flyer eben nicht ja, einfach um eine extremistische rechte Gruppierung geht, sondern dass tatsächlich viel mehr dahinter steckt und die Gefahr eben nicht von rechts kommt, wie man jetzt vielleicht interpretieren könnte. Deswegen bitte ich euch, mir sehr aufmerksam Folge zu leisten, inshallah. Denn in diesem Flyer werden neben der Forderung wie Nein zur Moschee in meiner Stadt und einer vermeintlichen Islamisierung Deutschlands auch weitere islamfeindliche Narrative aufgegriffen, die beispielsweise den Muezzin-Ruf enthalten, den vermeintlichen Terror durch Muslime oder auch die angebliche Bildung von muslimischen Parallelgesellschaften betreffen. Nun, um ehrlich zu sein, hören wir keines dieser islamfeindlichen Narrative zum ersten Mal und ja, uns überrascht es nicht, gerade weil diese Dinge auch von einer rechtsextremen Gruppierung niedergeschrieben wurden. Was uns aber zu denken geben sollte, geliebte Muslime, ist die Realität, dass solche Bewegungen und ihre islamfeindlichen Narrative ja keinesfalls in einem luftleeren Raum entstanden sind. Was meine ich genau damit? Die islamfeindlichen Narrative, die hier genannt werden, sind nämlich eindeutige Ergebnisse aus der Integrationspolitik bzw. Assimilationspolitik der letzten Jahre. Denn es ist diese Assimilationspolitik, die uns Muslime ständig als eine gesellschaftliche Gefahr behandelt und uns aufgrund unserer eigenständigen islamischen Werte als gefährliche Abweichler unter Generalverdacht stellt. Und wer an dieser Stelle jetzt denkt, ich übertreibe damit die Narrative der etablierten Parteien, ja, mit den Rechtsextremisten gleichzusetzen, denen werden die folgenden Beispiele es verdeutlichen, dass dem nicht so ist. Erinnern wir uns dazu beispielsweise mal an den grünen Politiker Cem Özdemir. Özdemir, der übrigens gerade der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft ist, er war es nämlich, der immer wieder ein Bekenntnis zum Grundgesetz und zur offenen Gesellschaft von uns Muslimen eingefordert hat, beziehungsweise dieses bei den Islamverbänden und anderen Akteuren in Frage stellt. Und mal abgesehen davon, dass dieser Bekenntniszwang von Özdemir nicht ansatzweise mit seinem eigenen Grundgesetz konform geht und seine Forderung illegitim ist, er markiert damit uns Muslime als eine suspekte Gruppe, die man auf ihre Gesinnung hin überprüfen muss und die erstmal grundsätzlich unter Generalverdacht steht, bis sie sich zu einem sogenannten liberalen Islam bekennt und dann erst, ja, quasi unschuldig wird. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch der CDU-Politiker Christoph de Vries, der uns Muslime in einem Interview ganz unverhohlen dämonisierte. Ich zitiere mal. Der gesellschaftliche Frieden und Zusammenhalt in Deutschland steht auf dem Spiel, wenn Vertreter des politischen Islam ihre demokratiefeindliche, extremistische und antisemitische Ideologie mit der Scharia als Richtschnur ungehindert verbreiten können und jede Kritik daran als Islamfeindlichkeit diffamiert wird. So, und nun vergleichen wir das jetzt einmal mit den Grundzügen der rechtsextremen Ansichten aus dem Flyer. Dann sehen wir sehr deutlich die gemeinsame Schnittmenge in der Grundhaltung gegenüber uns Muslimen. So wie der dritte Weg zeichnen auch Politiker aus der vermeintlichen politischen Mitte ein Bild, als würden Muslime allein durch die Existenz ihrer islamischen Werte die Gesellschaft gefährden. Und dazu habe ich jetzt nur zwei von vielen weiteren Beispielen genannt. Wer uns bereits folgt, kennt noch viele weitere Beispiele von islamfeindlichen Narrativen, die durch die sogenannte politische Mitte in die Gesellschaft direkt getragen werden. Dazu blende ich euch mal ein Video ein, damit ihr noch einmal seht, wie beispielsweise die CDU gegenüber dem Islam eingestellt ist und welche Pläne von ihr hinsichtlich den Muslimen gemacht worden sind. Das haben wir darin sehr, sehr ausführlich festgehalten, aber schaut es euch inshallah selber mal an. Okay, und worauf ich im Endeffekt aber hinaus will ist, warum erregt es oftmals mehr Entsetzen in der Gesellschaft, wenn solche rechtsextremen Gruppierungen gegenüber den Muslimen Hetze betreiben, aber eher weniger, wenn genau die gleichen Narrative von der sogenannten politischen Mitte ausgesprochen werden. Liebe Muslime, was wir euch damit verdeutlichen möchten ist, seien es nun radikale Neonazis oder die Assimilationsbefürworter unter den Politikern der deutschen Volksparteien oder aber auch die allseits bekannten Pseudo-Islamexperten
wir hatten alle Hamid Abdul Samad und Ahmed Mansour und wie sie nicht alle heißen. Sie alle bedienen sich den exakt gleichen Narrativen, die zu einer Stigmatisierung und Kriminalisierung von uns Muslimen führen. Auch wenn es gerade bei dieser Bewegung selbst es sich womöglich um eine Randerscheinung handeln mag, so ist es nicht von der Hand zu weisen, dass sie in ihren Positionen betreffend uns Muslimen mit der deutschen Assimilationsagenda einhergehen und sich höchstens in der Vehemenz ihrer Rhetorik davon unterscheidet. Also, auch wenn sich der Tonfall unterscheidet, die Grundhaltung dahinter ist aber dieselbe. Es ist dieselbe Gesinnungspolitik, welche mit Freund-Feind-Narrativen arbeitet und uns Muslime über den Druck des ständigen Generalverdachts an den gesellschaftlichen Rand zu drängen versucht, bis wir uns vom Islam lossagen und unsere islamische Identität aufgeben. Und möge Allah uns davor bewahren. Aus diesem Grund lasst uns Phänomene dieser Art ganzheitlich betrachten und vor allem solchen Gruppierungen keine gesonderte Rolle geben, wenn es darum geht, auf islamfeindliche Erscheinungen aufmerksam zu machen. Auch wenn die Rechtsextremisten besonders aggressiv auftreten, so ist es die Integrationspolitik, ja, beziehungsweise oder besser gesagt die Assimilationspolitik der sogenannten politischen Mitte, welche diese islamfeindlichen Narrative erst erzeugt haben. Die Assimilationspolitik ist es, die unserer islamischen Identität die Daseinsberechtigung abspricht und die Assimilationspolitik ist es ebenfalls, die unsere islamischen Werte dämonisiert und unsere islamische Lebensweise kriminalisiert. Und genau deshalb, werte Muslime, müssen wir unsere muslimische Community über die wahren Hintergründe solcher Flyer und der wahren Ursachen solcher, ja, islamfeindlichen Narrative aufklären. Und deshalb auch unser ständiger Aufruf an euch, liebe Muslime, denn ihr seht, welchen Ausmaß das alles annehmen kann. Teilt diese Aufklärung und diesen Aufruf in eurem Umfeld, inshallah, folgt unserem Kanal und lasst uns gemeinsam an unserer islamischen Identität festhalten und so viele identitätsbewahrende Maßnahmen ergreifen, wie es uns nur möglich ist. So wie uns der Bruder dieses Mal den Flyer zugeschickt hat, so stehen wir euch gerne zur Verfügung, wenn euch ähnliche Dinge in eurem Alltag als Muslim in Deutschland widerfahren. So könnt ihr uns auch gerne bei Fragen jederzeit zum Beispiel auch über unseren Instagram-Kanal kontaktieren. Möge Allah euch belohnen, möge Allah euch beschützen und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.